Auf der anderen Seite müssen wir auch vermitteln, was ja auch so ist, die Impfungen sind halt mehr oder weniger nebenwirkungsfrei. Liebe Freunde, ein herzliches Willkommen bei Blaupause TV, ein weiteres Video. Und ich hatte tatsächlich erst überlegt, ein eigenes zu diesem Thema zu machen, denn es geht um nichts anderes als den geleakten Pfizer-Vertrag. Aber ich habe das Video von Marc Friedrich gesehen, wo ich dringend empfehlen möchte, den Kanal auch zu abonnieren. Link findet ihr unter dieser Videobeschreibung. Ich hätte es nicht besser machen können, um ehrlich zu sein. Es ist so gut geworden und das Ganze gucken wir uns deswegen auch gemeinsam an, weil ich möchte auch, dass die Community hier auch diese Thematik natürlich begreift, was das für Folgen hat und was das für Sprengstoff hat. Den geleakten Vertrag findet ihr übrigens dann auf dem Originalvideo beziehungsweise auch bei mir im Telegram-Kanal. Dort findet ihr ihn als PDF. Kann ich nur jedem ans Herz legen, sich den auf jeden Fall mal anzugucken. Und wenn dir das Ganze gefällt, was wir hier so machen, dann lass doch bitte einen Daumen da und auch ein Abo für den Kanal. Und wie gesagt, nicht vergessen, Marc Friedrich auf jeden Fall auch abonnieren. Also, hören wir mal rein. Brisanter Stoff, wie ich finde. Kapitel zu der Bekämpfung gegen Covid-19 hinzu. Wir haben beschlossen, den europäischen Bürgern den ersten Covid-19-Impfstoff zur Verfügung zu stellen. Wir haben die bedingte Marktzulassung für den Impfstoff erteilt, der von BioNTech und Pfizer hergestellt wird. Die Europäische Arzneimittelagentur hat diesen Impfstoff sorgfältig geprüft. Schon mal die erste Lüge. Und sie ist zum Schluss gekommen, dass dieser Impfstoff sicher und wirksam vor und die zweite Covid-19 schützt. Frau von der Leyen, Sie haben uns angelogen. Auch der Geheimvertrag mit der EU ist jetzt geleakt worden und das Lügengebäude fällt zusammen. Hat man noch versucht, die Wahrheit zu vertuschen, so ist jetzt die Wahrheit ans Licht gekommen. Und ich finde es einen absoluten Skandal, dass es nicht in der Tagesschau als allererstes kommt, beziehungsweise, dass wir keinen ARD-Brennpunkt sehen und dass nicht die Titelseiten von Spiegel, Stern, Fokus und so weiter voll damit sind, dass wir eigentlich de facto komplett verarscht worden sind. Dann hätten wir morgen Bürgerkrieg, wenn das wirklich so gemacht werden würde. Und deswegen wird es auch nicht gemacht. Wieso wird darüber nicht berichtet? Gott sei Dank, und das möchte ich sagen, ja, das ist wirklich wichtig. Dieser Mann hat wirklich Reichweite. Ja, da können wir mit Blaupause noch nicht mithalten, aber wir geben unser Bestes, da auch mal hinzukommen. Und deswegen ist es wichtig, dass diese Videos auch immer wieder verteilt werden und weitere Menschen, ja, vielleicht auch weitere Reaktionsvideos machen. Ja, da geht es auch um Klickzahlen, aber das ist hier nicht wichtig. Hier geht es um die Sache, hier geht es um die Themen. Und das ist ein zentrales Thema, was uns noch Jahre beschäftigen wird. Warum die Masken komplett sinnfrei waren, was genau in den EU-Geheimverträgen steht und was das jetzt für Auswirkungen haben könnte, das erfahrt ihr heute in einer extrem spannenden, exklusiven neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Die Pandemie der Lügen kommt heraus. Wir wurden in den letzten Jahren wirklich am laufenden Band von oberster Stelle angelogen. Wir wissen, die Lockdowns waren eher fragwürdig. Ob sie wirklich was gebracht haben, steht in den Sternen, wird angezweifelt. Wir wissen jetzt definitiv durch die Studie, dass die Masken absolut nutzlos waren. Dass wir 2 Jahre lang drangsaliert worden sind, die zu tragen, beziehungsweise vor allem auch die Kinder. Hat mal wieder der Verschwörungstheoretiker um der Ecke recht gehabt, ne? In den Schulen tragen mussten und dadurch teilweise wirklich Spätschäden haben. Und es war ja auch klar, weil das Coronavirus ist so mini, mini klein und geht durch die Poren der Maske. War jedem offensichtlich, wenn man das zum Beispiel tragen muss, wenn es irgendwo Feuer gibt oder irgendwie Biohazard-Alarm und so weiter, kann man sich doch... Man musste im Labor die Proben vertausendfachen, also sich vermehren lassen, um überhaupt etwas messen zu können. Liebe Zuschauer, eine ganz kurze Unterbrechung für wichtige Informationen. Ich habe vor kurzem ein Video veröffentlicht mit einem absoluten Spezialisten zum Thema Lebensversicherung. Und was der mir gesagt hat, das sollte auch dich interessieren. Nämlich, Lebensversicherungen haben eine Rendite von ca. -1,9% im Standard. Wenn du das umgehen möchtest und dieses tote Pferd absteigen möchtest, schau mal auf meiner Homepage. Dort findest du die Möglichkeit, deine Lebensversicherung zu prüfen, ob sie wirklich noch rentabel ist. Und im Idealfall erhältst du nach 18 Tagen dein Geld zurück. Glaub mir. Es lohnt sich, denn es gibt deutlich bessere Möglichkeiten, dein Vermögen zu schützen. Steig ab von diesem toten Pferd. Und nun geht's weiter mit diesem Video. Denken, dass ein so tödliches, gefährliches Virus durch so eine Papiermaske durchkommt. Und eine weitere Lüge natürlich, dass die Impfung eben nicht vor Ansteckung schützt, nicht vor Weitergabe schützt und natürlich, dass sie eben nicht ohne Nebenwirkung ist, sondern sogar Impfschäden verursacht hat. Dahingehend möchte ich ein verkürztes Zitat wiedergeben. Was sind die Leute angefeindet worden?
viele Menschen angefeindet worden, die genau das gesagt haben und schon und das sogar schon 2020 gesagt haben. Ich habe ja selber mit sehr vielen Menschen gesprochen, über 50 Livestreams zu diesem Thema gemacht. Ja, der Kanal wurde gelöscht, die Videos wurden gelöscht und so weiter und so fort. Und das ist ja noch harmlos gegenüber dem, was anderen Menschen ja widerfahren ist, ja, die da einen Mund aufgemacht haben. Das heißt, wir wissen, sie lügen, sie wissen, sie lügen und trotzdem lügen sie weiter. Und dieses Motiv gibt's bald in meinem neuen Webshop. Schaut mal rein, es gibt neue Motive und es ist ja jetzt Weihnachten. Vielleicht möchtet ihr eure Liebsten schon beglücken mit tollen Motiven zu Bitcoin-Geldsystem, aber auch politisch. Gerne mal reinschauen. Es gibt auch ein Herbst-Special. Das heißt, wer ein Hoodie bestellt, bekommt ein Buch von mir kostenlos. Und gutes Marketing hat er. Und jetzt eine weitere krasse Enthüllung, nämlich die Geheimvertrag. Dann gestattet mir an der Stelle, wenn schon mal ein Werbeblock war, auch für mich mal Werbung zu machen. Ihr findet unter diesem Video natürlich nicht nur die Produkte von Blaupause, sondern auch da die Chance, nämlich euer Vermögen zu sichern. Einfach mal den Link nutzen, reinschauen. Da kann man sehr viel machen. Verträge der EU. Da frage ich mich natürlich als Demokraten überzeugter Europäer, warum gab es überhaupt Geheimverträge? Warum wurden die nicht transparent gemacht? Und erst hat man versucht, es irgendwie in den Teppich zu kehren und komplett geheim zu halten. Dann war aber der Druck so groß von der Öffentlichkeit, dass man ja eine Version veröffentlicht hat. Das waren ja übrigens die Verträge, die Frau von der Leyen ja am Handy gemacht hat, ja, die dann hinterher alle irgendwie auf seltsame Art und Weise verschwunden waren. Und es ist ja wichtig, dass man solche wichtigen Milliardenverträge, ich habe es in einer anderen Sendung schon gezeigt, ja, das würde ich auch am Tele, das mache ich auch grundsätzlich per SMS, das ist doch klar, was denn sonst? Die war aber komplett geschwärzt, ein absoluter Witz. Hierzu möchte ich euch auch unbedingt nochmal mein Video empfehlen, der Pfizer Leaks, das findet ihr hier oben. Und man wollte das übrigens 75 Jahre geheim halten und einige Themen sind auch da drinnen noch, die uns immer noch nicht bekannt gegeben werden, die also für die nächsten 75 Jahre geheim gehalten werden. Warum muss man denn was 75 Jahre geheim halten, wenn es doch alles so transparent ist, alles so super ist, alles so wunderbar funktioniert und alles so top gesichert ist und die Aussagen richtig sind und die Wissenschaftler alle recht haben? Wieso muss man es denn dann vor den Menschen geheim halten? Warum? Schreibt es in die Kommentare, was ihr glaubt. Unbedingt anschauen. Und wenn dir jetzt das Video schon gefällt oder mein T-Shirt oder meine Frise oder mein Akzent, dann gerne ein Abo dalassen, damit du immer zeitnah aktuell informiert wirst, sobald ein neues Video online geht. Und jetzt in der Zwischenzeit wurde der Geheimvertrag zwischen der EU und Pfizer komplett veröffentlicht. Und weil es so brisant ist, schauen wir mal gemeinsam rein, weil das ist wirklich der Oberhammer. Den Link zum gesamten geleakten Vertrag und zum Nachprüfen und Nachlesen findest du unten in den Shownotes. Besonders brisant wird es hier auf den Seiten 24 und 25. Hier heißt es, dass die EU-Mitgliedsländer die Kosten für mögliche Impffolgen selbst zu tragen haben. Ein absoluter Skandal, wie ich finde. Hier ein kurzer Wink mit dem Zaunpfahl. Wieso ist das Lastenausgleichsgesetz, sprich, ihr kennt es unter dem anderen Namen Zwangshypothek, wieso ist dieses Gesetz wohl geändert worden? Und wieso sind da Impfschäden mit aufgenommen worden? Gute Frage. Lösung findest du unter diesem Video. Wie kann das sein? Ein neuartiger Impfstoff, der nicht getestet wurde, obwohl uns genau das Gegenteil gesagt wurde, nämlich, dass der absolut sicher ist und top getestet ist und ja jetzt 5 Milliarden Mal verimpft und so und kaum Nebenwirkungen, Pustekuchen. Man wusste vorher schon, dass eben... Das glaube ich übrigens nicht, dass es 5 Milliarden waren. Ich glaube, die Zahl ist deutlich, deutlich, deutlich geringer. Ja, dass man da diese Zahlen natürlich künstlich nach oben korrigiert hat, damit noch mehr Leute glauben, das ist wichtig, wir müssen das ja machen. Es doch Nebenwirkungen gibt. Die geleakten Dokumente belegen eigentlich genau das, was schon aus anderen ungeschwärzten Dokumenten aus Südafrika oder auch aus Brasilien hervorgegangen ist. Nach einer Klage der südafrikanischen Organisation Health Justice Initiative hatte ein südafrikanisches Gericht nämlich im Sommer angeordnet, dass der Vertrag zwischen Pfizer und der Regierung Südafrikas veröffentlicht werden muss. Und der war wirklich, wie gesagt, der Hammer. Und genau das, was da drin stand, steht jetzt auch bei uns drin. Aber zurück zu unserem Vertrag zwischen Pfizer und der EU. Nämlich noch bekannter wird es auf der Seite 48 im Absatz 4. Hier heißt es, und ich übersetze euch mal, der teilnehmende Mitgliedstaat erkennt an, dass der Impfstoff und die mit dem Impfstoff verbundenen Materialien sowie deren Komponenten und Bestandteile aufgrund der Notlage der Covid-19-Pandemie rasch entwickelt werden und nach der Bereitstellung des Impfstoffes an das teilnehmende Mitglied weiterhin untersucht werden, Statistiken gemäß APA. Der teilnehmende Mitgliedstaat erkennt weiterhin an, dass die langfristigen Auswirkungen des Impfstoffs derzeit nicht bekannt sind. Ja, holla die Waldfee. Ja, was sagt man denn dazu? Wurde uns nicht... Wie oft haben wir gepredigt, das ist eine unerprobte Technologie, ein unerprobter Impfstoff. Ob man den überhaupt Impfstoff nennen darf, ist eine andere Frage, müssen wir eine andere Sendung dazu machen.
genau das Gegenteil gesagt? Ja, was heißt es im Klartext? Die EU hat Pfizer also de facto von fast allen Schadensersatzpflichten im Zusammenhang mit den möglichen Impfschäden im Voraus freigezeichnet. Das ist der absolute Oberhammer. Nämlich, dass die EU sich schützend vor die Impfproduzenten stellt und nicht vor ihre Bürger. Dass Profit oder dieser Geheimvertrag wichtiger ist als die Bevölkerung in der... Wenn es doch so wichtig ist und wenn das doch alles so gefährlich gewesen wäre, wieso denn überhaupt Geheimverträge machen? Wozu? Es braucht doch dann überhaupt kein Geheimnis. Entweder das Zeug funktioniert oder das Zeug funktioniert nicht. Und daran erkennen wir doch schon, dass die Wahrscheinlichkeit einer Plandemie doch um einiges höher ist als eine Pandemie. In der Europäischen Union. Also kann man sich gerne mal fragen, für wen ist die EU eigentlich da? Für Lobbyisten, für Konzerne, für Pharmaunternehmen oder für die Menschen? Wer zahlt die Zeche? Natürlich wir. Außerdem sollen die Staaten, die den Impfstoff an die Bevölkerung ausgeben, anerkennen, dass die langfristigen Wirkungen und die Wirksamkeit zum damaligen Zeitpunkt noch nicht bekannt sind. Hä? Und warum verimpft man das Zeugs dann? Ich glaube, dass hier Folgendes richtig ist. Wir müssen den Menschen, die jetzt also da noch also zögern, müssen wir zunächst einmal versuchen, Angebote zu machen. Wir müssen wirklich jeden Einzelnen abholen. Ich sehe das Problem also in aller Klarheit. Und mir tun auch diese Menschen, also sei ihr mal leid, dieser, sag mal so, zögern. Auf der anderen Seite müssen wir auch vermitteln, was ja auch so ist. Die Impfungen sind halt mehr oder weniger nebenwirkungsfrei. Das muss immer wieder gesagt werden. Das ist, also, das sind die Leute, die sich jetzt nicht impfen lassen. Das ist doch rechtlich relevant, was der da sagt. Wieso wird da nicht dagegen vorgegangen? Das ist doch justiziabel, wie man das so schön sagt. Würde doch jeder Anwalt sagen, das ist doch eine klare Falschaussage. In diesem Land darfst du gar nichts. Du darfst weder Heilversprechen machen, wenn du kein Arzt bist. Nichts darfst du machen. Hier werden Naturheilmittel verboten im Interesse der Pharmaindustrie und. Das wissen wir doch alles zu Genüge. Aber dass die mit sowas davonkommen. Das sind ja auch zum Teil Opfer der schäbigen Desinformation in den sozialen Medien gewesen und der politischen Kräfte, die das ausgenutzt haben. Das ist ja, das, wir müssen den Menschen auch abholen. Aus dem Geheimvertrag geht vor, dass man nicht weiß, ob die Impfung wirksam ist, dass man nicht weiß, was die Effekte sind und die Nebenwirkungen. Und dass man auch nicht weiß, was die Langzeitschäden sind und die Langzeitfolgen. Und obwohl man das alles vorher wusste, hat man uns gesagt, dass die Impfung wirksam ist und sicher. Pustekuchen. Ja, aber sind wir doch mal ehrlich, bei all den schrecklichen Meldungen, Enthüllungen der letzten Wochen ist das nicht mehr wirklich überraschend. Zu den letzten Enthüllungen hatte ich auch ein Video gemacht, das du dir unbedingt anschauen musst. Das findest du ebenfalls hier oben. Nochmal kurz zusammengefasst, was alles so rauskam. Wissenschaftler hatten DNA-Verunreinigungen in den Impfstoffen gefunden. Es wird vermutet, dass im schlimmsten Fall Gene sogar aktiviert werden, die Krebs verursachen, beziehungsweise Gene blockiert werden, die Krebs eigentlich erkennen und bekämpfen sollten. Also praktisch, die Impfung kann Krebs erzeugen. Da gab es doch auch vom Untersuchungsausschuss, ja, beziehungsweise durch so eine Anhörung in Deutschland einen Arzt, der das klipp und klar gesagt hat und der da gewarnt hat und sagt, wir müssen sofort aufhören damit. Sofort. Egal. Solange es der Ideologie dient, sind Menschenleben einfach scheißegal. Und das ist das, was wir hier erkennen. mRNA wurde in der Muttermilch sogar nachgewiesen, obwohl eigentlich immer wieder gesagt wurde, dass dies nicht passieren kann. Und natürlich die Impfschäden post weg, wie es heißt, die ja eigentlich ausgeschlossen wurden, sind jetzt doch teilweise sogar gerichtlich anerkannt worden. Und es werden immer mehr. Zudem haben wir noch den höchsten Krankenstand seit ever und eine Übersterblichkeit, aber erst seit Einführung der Impfung Ende 2020. Vielleicht gibt es eine Korrelation. Jeder einzelne Fakt, ja, der schon 2020 in den alternativen Medien diskutiert worden ist und gewarnt worden ist, jeder einzelne dieser Fakten ist heute tatsächlich real, nachprüfbar aufgrund einer Studienlage. Man soll es auf jeden Fall untersuchen. Und hier möchte ich an der Stelle doch nochmal was dazu sagen, weil das ist wichtig ist. Da haben große alternative Kanäle recht, wenn sie sagen, wo würden die Menschen nicht nur in unserem Land, sondern überall auf der Welt stehen, wenn es die alternativen Medien nicht gäbe? Wo?
Das Einzige, was übrig bleiben würde, wäre nämlich die Staatspropaganda. Das ist das Einzige, was du dann noch zu Gesicht bekommst, das Einzige, was du noch zu lesen bekommst. Und du musst es, sei mal ehrlich, du musst es nur oft genug hören. Irgendwann glaubst du es auch. Und deswegen ist es wichtig, dass man die Kanäle, die man regelmäßig schaut, auch irgendwie unterstützt. Sei es eben am Ende nur durch einen Daumen hoch oder ein Abo. Was wirklich hilft. Es muss nicht immer die Spende sein oder ein Produktverkauf oder sonst irgendwas. Auch wenn das natürlich auch durchaus sinnvoll ist. Aber ich möchte da jetzt auch nicht dazu aufrufen, aber ihr wisst, was ich meine. Wie würde unsere Medienlandschaft aussehen ohne diese? Und es werden harte Zeiten kommen auf die alternativen Medien. Also bitte, unterstützt es, wenn ihr das könnt. Und das Mindeste ist eben ein Abo und ein Daumen hoch und vielleicht noch einen Kommentar schreiben. Da bricht sich niemand einen Zacken aus der Krone. Niemand. Und es hilft. Und auch zur Herkunft des Coronavirus gibt es interessante Neuigkeiten. Man hat ja immer gesagt, es kommt aus einer Suppe oder aus irgendeiner Fledermaus, Pustekuchen. Es verdichtet sich und es spricht immer mehr dafür, dass es natürlich von Menschenhand manipuliert wurde. Und die Laborthese, also dass das Virus aus einem Labor kommt, scheint sich zu bewahrheiten. Auch hier gibt es Neuigkeiten, denn genau diese Nachricht wollte man unterdrücken. Und die CIA hat das aktiv unterdrückt vor dem Wahlkampf in den USA zwischen Biden und Trump. Also Nachtigall, ich hör dir trapsen. Und hier muss ich euch jetzt auf ein wichtiges Video hinweisen. Da steht der rosa Elefant schon im Zimmer und keiner sieht ihn. Und zwar habe ich am Sonntag ein Interview geführt mit Professor Dr. Paul Cullen. Mein erstes Interview mit ihm damals ging sofort durch die Decke, war bei 1,3 Millionen Klicks, bevor es zensiert wurde. Alles, was er damals gesagt hat, ist in der Zwischenzeit wahr geworden, ist Realität und auch anerkannt. Dieses Video wird jetzt nicht mehr gelöscht werden. Ihr findet das Video natürlich trotzdem noch auf Rumble oder Odyssey. Und das neue Video mit ihm geht ebenfalls viral. Wir haben jetzt schon über 200.000 Klicks. Ihr müsst es euch unbedingt anschauen und kräftig teilen, weil er wirklich Tacheles redet, Klartext redet. Der Mann hat eines der größten Labore in Europa. Der Mann ist Epidemiologe, er kennt sich wirklich aus und er sagt ganz klar, wohin die Reise geht. Was man machen kann, wenn man geimpft ist, was hilft, dann natürlich, wie es mit Krebs aussieht, mit Nebenwirkungen aussieht, was es zu erwarten gibt und warum man sich nicht mehr impfen lassen sollte. Dicke Empfehlung. Es ist wirklich ein sehr, sehr gut geführtes Interview mit echt brisanten und steilen Aussagen, die wichtig sind, sie zu wissen. Und auch über den Nobelpreis reden wir, weil ja, die mRNA-Technologie hat ja den Nobelpreis bekommen. Ihr hört richtig. Jetzt höre ich schon den einen oder anderen sagen, ja, aber Marc, damit ist doch die mRNA-Technologie rehabilitiert und geadelt. Ich meine, hey, come on, der Nobelpreis, der fucking Nobelpreis. Da würde ich mit den Worten meines Freundes Hakans sprechen, nämlich, deine Mutter ist rehabilitiert. Ja. Und ich sage noch was ganz anderes. Auch Obama hat den Nobelpreis bekommen, und zwar den Friedensnobelpreis, noch bevor er überhaupt ins Amt kam. So groß war die Euphorie um ihn herum. Nichtsdestotrotz hat er in über 2000 Tagen seiner Amtszeit Bomben abgeworfen auf irgendwelche Länder. 0 Tage Frieden während seiner Amtszeit. Der erste und einzige Präsident in der gesamten Geschichte aller Präsidenten, der das vollbracht hat. Und das ist natürlich... Freunde, da sind wir uns doch einig. Natürlich ist das der Friedensnobelpreis wert. Definitiv. Und wahrscheinlich mehr Menschen getötet als jeder andere Friedensnobelpreisträger. Hast du schon mal was von Lobotomie gehört? Da hat man damals versucht, physische Erkrankungen zu behandeln, und zwar mit einem Eispickel. Mit diesem Eispickel hatte man versucht, die Nervenbahn zwischen Thalamus und Frontallappen zu durchtrennen. Also wirklich ins Gehirn reingeschlagen. Und dafür hat es damals... Mittelaltertechnik. 1949 den Nobelpreis für einen Portugiesen gegeben. Und diese wir halten uns für so hochentwickelt, ja? Und wir glauben das auch, dass wir hochentwickelt sind. Und dann ist noch in den 50er Jahren genau so was gemacht worden. Eieieiei. Mittelalterliche Methode hat man bis in die 70er Jahre praktiziert, um sie dann irgendwann zu verbieten. Warum? Weil die Kollateralschäden gigantisch waren. Menschen sind entweder daran gestorben oder waren behindert. Also Fakt ist, die Verleihung des Nobelpreises ist kein Garant dafür, dass etwas wissenschaftlich wirklich richtig ist. Es ist wohl eher eine Art Vertuschungs- oder Marketingkampagne, um die Kritiker mundtot zu machen. Ganz nach dem Motto, hey, die mRNA-Technologie ist sicher. Guck mal, die hat sogar den Nobelpreis bekommen. Was sagst du dazu? Du siehst also, es sind brisante Informationen, die aus den geleakten Dokumenten zwischen Pfizer und der EU hervorgehen. Und die Politik hat mehr oder weniger bewusst die eigene Bevölkerung als Versuchskaninchen missbraucht. In Brüssel gibt es wohl eine ganze Menge krimineller Energie. Deswegen ermittelt auch die Europäische Staatsanwaltschaft der EU gegen Ursula von der Leyen. Wegen ihren gelöschten SMS und dem Milliardendeal mit Pfizer. Ich meine, hey, hast du schon mal aus Versehen bei Wish für 35 Milliarden Dollar oder Euro Impfdosen bestellt, die keiner mehr möchte? Na klar, mache ich jede Woche. Und noch trauriger finde ich, dass
diese Ermittlungen nicht losgetreten worden sind von der deutschen oder europäischen Presse, nein, sondern von der amerikanischen New York Times. Martin Sonneborn hat's pointiert auf den Punkt gebracht. Eine Kurznachricht aus dem EU-Parlament an Frau von der Leyen. Wussten Sie, dass wegen Ihrer gelöschten Pfizer-SMS mittlerweile nicht nur Ihre Kommission verklagt wird von der New York Times, sondern auch Sie persönlich? In der deutschen Presse war davon ja nichts zu lesen. Deshalb dachte ich, ich sag's Ihnen mal. Beschuldigt werden Sie wegen Amtsanmaßung und Titelmissbrauch, Vernichtung öffentlicher Dokumente und Korruption. Während jedes Käseblatt in Deutschland vom Spiegel bis zur FAZ über Ihr dahingeschiedenes Pony berichtet hat, interessiert sich niemand dafür, dass sogar die Europäische Staatsanwaltschaft gegen Sie ermittelt. Das Pony war wichtiger. So funktioniert Mainstream. Sie lügen ja nicht. Sie lassen nur das Wesentlichste weg. In den SMS ging es um die Bestellung von 1,8 Milliarden Dosen. Nicht Hansapilz, sondern Pfizer. Für 35 Milliarden Euro. Ich sage Ihnen jetzt einen Satz, den vermutlich noch nie ein Mann zu Ihnen gesagt hat. Ich möchte Ihre Handynummer. Mit niemandem lassen sich so einfach unseriöse Geschäfte machen wie mit Ihnen. Vielen Dank. Deswegen ist sie dort. Dank. Während man uns also die ganze Zeit erzählt, dass die Impfung absolut wirksam und sicher ist und keine Nebenwirkung hat, hat man Verträge in Milliardenhöhe unterschrieben, die genau das Gegenteil sagten. Man wusste es vorher. Ich meine, wie menschenverachtend kann man sein? Das ist meiner Ansicht nach willkürlich, fahrlässig und bösartig. Ich finde es einen absoluten Skandal und ich bin wirklich erschüttert, dass es keine Aufklärung gibt, dass es keinen Aufschrei gibt, dass es keinen Live-Ticker bei Spiegel, Bild und in der Tagesschau gibt, wo wir jetzt 24/7 damit irgendwie ja konfrontiert werden, was hier für Lügen auf uns eingeprasselt sind die letzten Jahre und was es bedeutet für die Menschen. Die haben ja alle mitgemacht. Die haben ja alle mitgemacht. Alle ins gleiche Horn haben sie reingeballert und reingeblasen. Alle, die Mainstream-Medien, die Politiker, die Parteien, alle durch die Bank weg. Und natürlich kann man das dann nicht aufarbeiten, weil das wäre die Bankrotterklärung. Und zwar nicht nur für unser Parlament, sondern nur für viele andere gleich mit. Für sehr viele andere Parlamente gleich mit, die denselben Scheiß abgezogen haben. Was erkennen wir hier? Obacht. Aufpassen. Sich selber schlau machen. Selber sich Erkundigungen einholen. Nichts glauben. Auch nicht, dass einfach glauben, was auf alternativen Kanälen kommt. Es ist wichtig, alles zu prüfen, weil da so viel Unsinn halt auch da draußen erzählt wird. Und ich habe es oft hier noch gesagt, auch Blaupause hat schon Fake News gegeben. Weil keine Zeit war, das wirklich zu recherchieren, hat man einen Post gemacht und es hat sich hinterher als Blödsinn rausgestellt. Aber ich schreibe dann wenigstens noch einen zweiten Artikel dazu und sage, ja, das war Unsinn, das war Blödsinn, das waren Fake News. Und das gibt es eben im Mainstream nicht. Und wenn, dann finden wir das auf der letzten Seite in irgendeinem Journal, wo da mal drunter ein ganz kleiner Artikel ist. Oh, da haben wir uns gehört. Ist vielleicht nicht. Aber wir haben Milliardenschäden produziert. Diese Gestalten haben Milliardenschäden in diesem Land produziert. Und da sind die Folgeschäden, was die gesundheitlichen Themen angeht, noch gar nicht absehbar. Weder ist das zu beziffern, was das an menschlichen Verlust bedeuten wird, noch ist zu beziffern, was das an monetären Verlust bedeuten wird in der Zukunft, in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Wenn man sich die Übersterblichkeit anguckt und. Wenn man sich die Krankenstände heutzutage anguckt, ja, wie die Leute Hände ringen, versuchen Leute zu finden, die noch gesund sind und. Und das ist nicht nur eine Schande, dass es da keine Aufklärung gibt, sondern, und das ist nicht nur ein Skandal, dass es da keine Aufklärung gibt, sondern es ist die Bankrotterklärung für jeden, der wirklich hinguckt und immer noch meint, dass diese Gestalten es gut mit uns meinen, dass sie doch nur das Beste für uns wollen. Es geht ja um unsere Gesundheit und dieses und jenes. Wer immer noch diesen Gestalten ein Funken Aufmerksamkeit schenkt und ihnen einfach das glaubt, was sie erzählen, ohne es zu beweisen, dem ist nicht mehr zu helfen. Und der hat sein Leben letzten Endes in andere Hände gegeben und braucht sich dann darüber nicht wundern. Danke für deine Aufmerksamkeit. Danke, dass du mit dabei warst, dieses Video zu gucken. Danke an Marc Friedrich für dieses hervorragende Video. Lieber Marc, wenn du das siehst, komm mal zu mir mit ins Interview. Ich habe Lust, mich mit dir mal einfach zu unterhalten, wie deine Reise war. Es könnte spannend sein. Und dir, lieber Zuschauer, alles Gute. Danke für deine Unterstützung. Daumen hoch, Abo dalassen. Wir sehen uns in der nächsten Sendung. Ciao.